Laut UN-Angaben sind bei Luftschlägen der von Saudi-Arabien angeführten Koalition mindestens 22 Kinder getötet worden. Der Vize-Generalsekretär der UNO, Mark Lowcock, forderte eine Untersuchung der Bombardierungen im Süden von Hodeidah, bei denen neben den Kindern auch 4 Frauen auf der Flucht ihr Leben verloren. Nach dem Angriff auf einen Bus mit Jugendlichen in der Provinz Sada vor 2 Wochen hatte es viel internationale Kritik gegeben. Dabei waren mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Jetzt beklagte auch die UNICEF-Generaldirektorin, dass sich nach dem Angriff auf den Schulbus offenbar nichts geändert habe.